Hi, ich bin Anne. Und ich bin Philipp. Und gemeinsam waren wir wieder auf unseren Rädern unterwegs. Nachdem wir auf unserer letzten Radreise die Nordseeküste kennengelernt hatten, wollten wir in diesem Sommer mit dem Fahrrad die Ostsee erkunden. Los geht es direkt vor unserer Haustür. Unsere Strecke führt uns von Ilmenau aus über Leipzig und Grünheide bis in die Universitätsstadt Greifswald. Von dort aus soll die Reise entlang der Ostseeküste weitergehen und über Stralsund und Lübeck wieder bis nach Hamburg führen. Keine Radreise ohne Challenge. Um Landstraßen möglichst zu vermeiden, waren wir auf abgelegenen Feldwegen und Waldrouten unterwegs. Diese Strecke bescherte uns unerwartet sandige und buschige Herausforderungen. An der Küste angekommen, wollten wir das Meer ganz nah bei uns haben. Heraus kam erneut eine abenteuerliche Route, aber dafür gab es die schönsten Aussichten auf die Ostsee. Begleitet uns auf einer sommerlichen Radreise und erlebt mit uns die faszinierende Ostseeküste vom Fahrrad aus. Wir wünschen euch, wie immer, viel Spaß beim Video. Heute ist der Tag, auf den wir gewartet haben. Heute geht unsere Radreise los. Obwohl wir gestern schon den ganzen Tag zur Vorbereitung eingeplant hatten, gibt es doch noch viele Handgriffe zu tun. Es ist wirklich verrückt, an wie viel man denken muss. Um 9.30 Uhr schaffen wir es endlich, auf die Räder zu steigen und uns auf den Ilmtal-Radweg zu schwingen. Die Sonne scheint und an der Ilm fährt es sich so toll wie immer. So viele Male sind wir hier schon entlang geradelt, dass es sich im Moment für uns noch gar nicht nach dem Beginn einer Radreise anfühlt. Flussabwärts entlang der Ilm folgen wir heute dem kompletten Verlauf des wunderbar ausgebauten Radweges über Stadt Ilm, Kranichfeld und Weimar bis in den Kurort Bad Sulza. Der Ilmtal-Radweg schlängelt sich durch die hügelige Thüringer Landschaft, vorbei an niedlichen kleinen Ortschaften und über viele Brücken. Im Kurort Bad Sulza angekommen, müssen wir noch eine sehr steile, aber zum Glück nicht besonders lange Wegpassage zur Jugendherberge hochstrampeln. Das Gebäude befindet sich im Ortsteil Berg Sulza, der seinen Namen alle Ehre macht. Sehr ordentlich hier. Ich dachte, man muss auf die steile Stelle kommen. Nach einem reichhaltigen Frühstück im ehemaligen Schloss Bad Sulza schwingen wir uns gut gelaunt wieder auf die Fahrräder, um unseren Weg nach Leipzig anzutreten. Den Ilmtal-Radweg bei Großheringen hinter uns zurücklassend, trauen wir uns auf eine kleine Offroad-Gravel-Strecke, die uns bergauf ordentlich ins Schwitzen bringt. Belohnt werden wir dafür mit herrlichen Ausblicken auf das Saaletal und die Burg Saaleck.
Gebiet an der Saale, sind gerade durch Bad Kösen gefahren und jetzt geht's weiter Richtung Naumburg. Wieder bei toller Sonne und sehr warmem Wetter. Ja, etwas zu warm wieder für meinen Geschmack. Vielleicht auch für deinen. Ja. Genau. Das Ziel ist heute Leipzig. Haben jetzt eigentlich die meisten Höhenmeter hinter uns gebracht. Jetzt geht's durch flache Saaletal und bei Weißenfels werden wir abbiegen und den Saale-Elster-Radweg bis Leipzig fahren. Wir werden dort dann noch den Karl-Heine-Kanal fahren unter anderem. Jetzt schauen wir mal, ob wir heute gesund und munter nach Leipzig kommen, nachdem ich gestern von irgendeinem Insektenvieh befallen wurde, das mir in den Hals gebissen hat. Ziel für heute Abend ist also Leipzig, der Garten meiner Eltern, wo wir wahrscheinlich das Zelt aufschlagen werden. Und ja, da freuen wir uns dann jetzt auf die Hühner und auf die Katzen. Ja, das ist ein rein Tierpark dort. Nun gut, dann erstmal radeln wir mal weiter. Wieder auf das Rad. Ja. Und bis später. Bis später. Der Saale-Radweg zeigt sich auf der Strecke zwischen Bad Kösen und Weißenfels von seiner allerbesten Seite. Hier geht das Radeln so leicht von der Hand, dass die Kilometer fast zu schnell vergehen. Wir kommen unserem Ziel immer näher. Bald finden wir uns auf einem Bahntrassenradweg wieder, der an die ehemalige Zugstrecke von Lützen nach Leipzig-Plagwitz erinnert. Wir sind in Leipzig angekommen. Der Kulkwitzer See begrüßt uns mit einem tollen Blick auf sein klares Wasser. Mit dem Wissen, dass wir nach einem langen und sonnigen Fahrradtag bald unser Ziel erreicht haben werden, fahren wir in unsere Heimatstadt hinein. Meine Erwartungen an der Tour waren, dass wir durch ziemlich viel verlassenes Gebiet fahren werden. Von uns aus gesehen natürlich eher unproblematisch bis Leipzig, danach ziemlich neues Terrain für uns. Wir sind davon ausgegangen, dass wir sehr viele Waldwege fahren werden. Wir wussten aber nicht, in welchen Zuständen die sich teilweise befinden. Nach einem stärkenden Frühstück mit Eiern von eigenen Hühnern beginnen wir unsere Fahrräder zu beladen. Heilfroh, dass wir nun endlich richtig in die Radreise starten würden, verabschieden wir uns an diesem warmen Sommermorgen von Annes Eltern in die nächste Etappe in Richtung Berlin. Die Strecke von Portitz nach Bad Düben führt uns vor allem über Landstraßen und entlang reifer Kornfelder. Wenig Schatten ist uns hier vergönnt an diesem heißen Vormittag. Das nächste Örtchen trägt völlig zu Recht den Titel eines Kurortes, Bad Schmiedeberg. Der Kurpark ist mit seinen Kneippbecken, Heilwasserquellen, Teichen und Springbrunnen ein wunderbarer Ort der Erholung. Es gibt sogar ein kleines, aber feines Gradierwerk, das angenehm salzige Luft verströmt. Oh.
noch nie so einen Waldweg erlebt. Ja. Erste Fähre über die Elbe. Wir sind jetzt natürlich ein kurzes Stück Elbe-Radweg gefahren. Ansonsten fahren wir heute eigentlich querfeld ein durchs Gelände und schauen einfach mal, bis wohin wir heute kommen. Wir waren schon in Bad Schmiedeberg, das war ganz schön. Da haben wir mal unser Wasser aufgefüllt. Ja, ansonsten ist es heute wieder sehr heiß. Ich weiß nicht, vielleicht fahren wir heute ein bisschen in der Abendstunde noch weiter, einfach um dann das noch ausnutzen zu können, dass es ein bisschen kühler ist. Morgen soll nicht so schön das Wetter werden. Ja, wäre es ganz gut, wenn wir schon ein bisschen was putzen heute. Ja, und jetzt fahren wir erstmal wieder fährt über die Elbe. Mal sehen. Wir sind irgendwo im Nichts. Wir fahren gerade wieder so eine richtig schön holprige Gravel-Strecke entlang von irgendwelchen Feldern. Es ist anstrengend. Es ist wirklich anstrengend, ja. Es ist heiß. Es ist noch nicht mal um 4, wir haben jetzt 85 Kilometer geschafft. Wir haben gerade überlegt, ob wir noch 65 bis zum übernächsten Campingplatz fahren. Das könnte man schaffen, ist die Frage, ob wir es wollen, aber das werden wir einfach spontan schauen. Wenn nicht, werden wir irgendwo unser Lager auf dem Weg halt aufschlagen. Von der Elbe haben wir jetzt so gut wie gar nichts gesehen. Eigentlich nur das Stück, wo wir drüber gefahren sind. Aber heute ist eigentlich so Kilometer machen. Ja, gut. Noch ein isotonisches Getränk, selbst gemischt, und dann geht's weiter. Na, wie ist so der sandige Weg? Sandig. Ah ja. Werden wir bestimmt jetzt noch öfter haben, wenn wir dann vor allem an der Küste entlang fahren. So können wir uns eigentlich schon mal drauf einstellen, dran gewöhnen. Ja. Aber ja, das ist schon manchmal gruselig, wenn man dann so ins Schlackern kommt. Auf jeden Fall. Was ist das denn jetzt? Aha, der Radweg jedenfalls. Benutzungspflichtig. Der Radweg einfach fließen. Wann kommen wir endlich aus diesem Wald raus? Oh, ich freue mich schon auf den nächsten Wald. Alter, jetzt kommt hier die geilste Fahrradstraße aller Zeiten. Kurz bevor wir es geschafft haben. What the hell? Genießen wir diese Fahrradstraße, solange sie es gibt. Okay, es stellt sich heraus, dass wir auf dem Flaming Skate gelandet sind. Das ist ein wunderbar ausgebautes, insgesamt 230 Kilometer langes Streckennetz, das extra für Inlineskater eine glatte Fahrbahn und tolle Kurven bereithält. Hier macht uns das Radeln so viel Spaß, dass wir unseren anvisierten Campingplatz links liegen lassen und einfach weiterfahren.
der untergehenden Sonne stellen wir fest, dass wir heute nun schon über 130 Kilometer zurückgelegt haben. Das ist von nun an mein Rekord. So, das ist unsere Bleibe für heute. Wir haben es geschafft. Nach etwa 140 Kilometern haben wir hier am Gottorsee ein Plätzchen gefunden, konnten uns noch im See ein bisschen frisch machen und haben jetzt schnell unser Zelt aufgebaut und werden uns da jetzt drin verstecken vor den Mücken. Ja, jetzt freuen wir uns auf eine sehr ruhige Nacht hoffentlich hier an diesem süßen kleinen See. Gerade ist es total still. Jetzt sag ich gerade sehr still. Ja. Morgen. Guten Morgen, es ist 5 Uhr in etwa. Wir haben gerade unser Zelt zusammengepackt. Da hinten sind unsere Räder schon bepackt. Wir haben den Platz jetzt etwas sauberer hinterlassen, als wir ihn vorgefunden haben, so wie es sich gehört. Und jetzt starten wir den neuen Tag und fahren bis Grünheide bei Berlin zu Annes Bruder. Wir fahren jetzt erstmal los und auf dem Weg suchen wir uns dann irgendwo ein schönes Plätzchen zum Frühstücken. So weit ist heute der Weg nicht, so etwa 65 Kilometer. Und nachher, wenn wir dann bei meinem Bruder sind, können wir dann wieder ein paar Tiere bewundern. Ein paar Hühner und Häschen und Katzen. Und mal für einen Tag ein bisschen pausieren. Es soll heute Nachmittag auch regnen und gewittern, deswegen starten wir jetzt auch etwas früher und denken mal, dass wir das dann umgehen werden können. Gut, also dann, auf geht's. Nach einem Frühstück am nächsten See fahren wir entlang des Nottekanals weiter. Anfangs können wir hier ganz entspannt radeln, bis der Weg mehr und mehr von beiden Seiten überwuchert wird und einem verwilderten Trampelpfad nahe kommt. Am Schloss Königs Wusterhausen. Es hat heute leider geschlossen. An allen Tagen der Woche hat es geöffnet, außer am Montag. Aber ein Ruhetag sei auch den Betreibern mal gegönnt. Dem Schloss. Den Schlossherren, den Schlossbediensteten. Und den König vor allem. Und vor allem dem König, dem das Ganze hier gehört. Dem Dame-Radweg folgend, kommen wir nun der Hauptstadt immer näher. Hier führt uns die Strecke meist an einer Straße entlang und der Verkehr ist belebter als vorher. Dafür können wir uns aber über die Gesellschaft anderer Radfahrender freuen. Wenig später erreichen wir die kleine Ortschaft Grünheide, die von mehreren Seen und dem Löcknitzkanal umgeben ist. Hier sind wir für heute an unserem Ziel angekommen. Unseren Ruhetag verbringen wir im Garten meines Bruders. Das fröhliche Treiben der Hühner und Kaninchen schenkt uns eine willkommene Abwechslung. Sogar zwei Katzenbabys gibt es zu bewundern. Auf der Hollywood-Schaukel und bei einer Runde Yoga können wir richtig entspannen.
Nachdem unsere Fahrräder einen Tag Pause hatten, wollen wir heute nun endlich weiterradeln. Der Plan ist, außerhalb von Berlin im waldigen Gebiet zu bleiben und so an der Hauptstadt vorbeizufahren. Es juckt uns schon in den Fingern. Unsere Strecke bleibt abwechslungsreich. Holprige Trails entlang blühender Felder, herrliche Wanderwege in sonndurchfluteten Wäldern und Kopfsteinpflaster, wo wir es am wenigsten erwartet hätten. Wenig später stoßen wir auf den Berlin-Usedom-Radweg, der sich als eine gut asphaltierte Strecke herausstellt. Die Aussicht, dass uns dieser Fernradwanderweg ganz unkompliziert direkt an die Ostsee führen könnte, lässt uns unsere eigene Route noch einmal überdenken. Bei einer kleinen Erfrischung und ein Stück Kuchen im Biergarten überlegen wir hin und her, entscheiden uns aber schließlich doch dafür, bei unserer geplanten Strecke zu bleiben. Oh, sehr gut. Gibt's hier? Erdbeermarmelade. Und gebrannte Mandeln anscheinend, aber ich weiß jetzt gar nicht wo. Aber die sind wahrscheinlich schnell alle gewesen. Frische Kräuter, Lauchzwiebeln und frische Eier. Ja, und Anna hat sich jetzt schon eine Erdbeermarmelade geschnappt und ein bisschen Schnittlauch. Petersilie. Und ja, da haben wir mal wieder was Schönes am Wegesrand mitgenommen. Jetzt noch 10 Kilometer bis Zehlenig. In der Havelstadt Zedenik erkunden wir das im Jahr 1250 gestiftete Zisterzienserinnenkloster. Das beeindruckende Gemäuer blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Das Kloster wurde im Rahmen der Reformation aufgelöst, im Dreißigjährigen Krieg geplündert, ist teilweise abgebrannt und wurde schließlich im Jahr 1801 durch einen Blitzschlag zerstört. Heute können Besucher hier Andachten oder Führungen lauschen, im Klosterladen stöbern oder im neu eröffneten Café einkehren. Erste kleine Reparatur am Fahrrad vorgenommen. Bei mir ist vom Gepäckträger eine kleine Schraube abgefallen, ohne ich es gemerkt habe. Erst jetzt hier am Kloster konnte ich es auf einmal nicht mehr rückwärts schieben. Da hat sich das Schutzblech auch nicht nach unten gedrückt. Aber jetzt, ich hatte noch zum Glück zwei Ersatzschrauben. Und jetzt hält es erstmal wieder alles. Kann weitergehen.
gelaunt starten wir in den neuen Tag und radeln über asphaltierte Fahrradwege, durch grüne Wälder und an zahlreichen Seen vorbei. Der Nationalpark Müritz ist mit einer Fläche von 322 Quadratkilometern in etwa so groß wie München. Die zahlreichen Seen zeugen als ehemalige Toteislöcher von der Weichselkalkzeit. Unter dem reichen Waldbestand befinden sich sogar von der UNESCO als geschützt erklärte Buchen-Urwälder. Wir sind gerade 100 Meter über dem Meeresspiegel, das hätte ich auch nicht gedacht. Ein See, idyllischer als der nächste, zieht die Landschaft an uns vorbei. Ohne es zu bemerken, überqueren wir die Landesgrenze nach Mecklenburg-Vorpommern. Wahnsinn, Thüringer Verhältnisse hier in Mecklenburg. Da fühlt man sich schon leicht überheimisch. Alter, wir rollen wohl noch die Panzer durch. Die Burganlage der Höhenburg Stargard lockt uns auf einen Ausflug in die Vergangenheit. Die gepflasterte Straße zum Burgberg hoch bringt uns aber ordentlich ins Schwitzen. Wir befinden uns jetzt hier auf der Burganlage Stargard. Die Burg Stargard ist die älteste mittelalterliche Höhenburg in Norddeutschland und überhaupt das älteste weltliche Gebäude in Mecklenburg-Vorpommern. Erbaut im 13. Jahrhundert, sind noch viele Teile der großen Burganlage heute erhalten und zu begehen. Und deswegen werden wir uns jetzt hier mal umschauen. Über großzügige Parkanlagen fahren wir in die vier Tore Stadt Neubrandenburg ein, die für ihre sehr gut erhaltene gotische Stadtbefestigung bekannt ist. Idyllisch gelegen am Tollenser See finden sich in Neubrandenburg auch ausgebaute Radwege, zahlreiche Freizeitmöglichkeiten und Sportangebote. Nach einem leckeren Abendessen erreichen wir an diesem warmen Sommerabend unseren Campingplatz direkt am Ufer des Sees. Ich würde auf jeden Fall noch mal gerne mit dem Rad an die Ostsee fahren. Ob ich die gleiche Strecke noch mal wählen würde, vielleicht eher nicht. Mit kleinen Einschränkungen, vielleicht mal eine andere Strecke probieren. Vielleicht den Oder-Neiße-Radweg oder den Radweg Berlin-Usedom. Ja, die schlechten Wege, die wir teilweise gefahren sind, waren wirklich nicht fürs Fahrrad geeignet. Auf der anderen Seite war es natürlich einfach mal die Erfahrung wert. Wir hatten wirklich unsere Ruhe. Aber wir hätten schon darauf verzichten können, so oft das Fahrrad schieben zu müssen. Nach einer ruhigen Nacht direkt am Ufer und einem erfrischenden morgendlichen Bad packen wir unsere Sachen und starten in die letzte Tagestour auf dem Weg an die Ostsee. Los geht es auf einem herrlichen Wurzelweg, der uns parallel zum Seeufer entlang führt. Das wäre auch eine tolle Joggingstrecke hier mit Hindernissen. Hindernislauf über umgestürzte und querliegende Bäume. Mit den Fahrrädern wird es jetzt eine Herausforderung. Das ist blöd. Mit Blick auf die Stadt und die Hügel Neubrandenburgs genießen wir unser Picknick in der Sonne.
Heute wollen wir der Eiszeitroute folgen. Zunächst führt uns die Strecke am gestängelten Flussbett der Tollense entlang. Diese idyllische Eiszeit-Entdeckertour dauert aber leider nur sehr kurz an. Schon bald zeigen die offiziellen Hinweisschilder auf eine stark befahrene Landstraße, sodass wir zur Sicherheit lieber auf den Fußweg ausweichen müssen. Später schlängelt sich die Eiszeitroute über holprige Feldwege und über teilweise schwierig zu erkennende Trampelpfade. Mehr als einmal fragen wir uns, ob wir hier wirklich richtig sind. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, wir sind jetzt auf keiner offiziellen Radroute oder so. Doch, doch. Es ist die Eiszeitroute für Radfahrende. Immer noch. Entweder man fährt absolute krasse Gravel-Strecken oder auf zweispurigen Landstraßen. Das ist irgendwie so ein Zwischending, scheint es nicht zu geben. Bisher habe ich auch nicht so viel über die Eiszeit gelernt, außer vielleicht, dass der letzte Radfahrende, der hier lang gefahren ist, das in der Eiszeit gemacht hat. Zeigt eindrucksvoll die Sandablagerungen, die Weichsel-Eiszeit hier uns noch hinterlassen hat, und das direkt an der Oberfläche. Und man darf auch sich im Fahrradfahren auf dem Sand hier üben. Wir hatten wahrscheinlich ein bisschen umdisponieren müssen, weil wenn wir weiter solche Wege fahren, kommen wir nie im Kreiswald an. Und auf einmal haben wir wieder feinsten Radweg. Die Radinfrastruktur von Mecklenburg-Vorpommern ist sehr unentschlossen. Wir haben gerade ein Riesenglück. Wir hatten jetzt eigentlich befürchtet, dass wir auf dieser Landstraße drüben fahren müssen. Und die Umgehung, die ich mir ausgesucht hatte, wäre jetzt oben oder drüben an der Autobahn entlang gegangen. Aber bestimmt auch wieder ein total sandiger Weg. Aber siehe hier, sie bauen gerade einen Radweg. Und der scheint auch schon befahrbar zu sein. Zumindest hat uns jetzt niemand der Bauarbeiter aufgehalten. Also nutzen wir jetzt auch einfach die Chance. Cool. Weiter geht es durch dünn besiedelte Gebiete und einsame Landschaften. In den Siedlungen kommt es uns so vor, als könnte die Region eine wirtschaftliche Förderung dringend gebrauchen. Von ausgezeichneten Radwegen wollen wir gar nicht erst sprechen, aber zumindest finden wir befahrbare Feldwege und auf den Straßen begegnet uns kaum ein Auto. So unspektakulär die Strecke sich im Moment auch gestaltet, wissen wir doch, dass wir nicht mehr weit vom Kreiswald entfernt sind. Also sammeln wir noch einmal unsere Kräfte für die letzten Kilometer. Angekommen im Kreiswald radeln wir über das Neubauviertel und die Pappelallee bis an den Strand und sehen nun endlich das Meer vor uns. Wir haben es geschafft, wir sind an der Ostsee. Wir sind jetzt hier direkt im kleinen Fischerörtchen Wieg, gleich bei Greifswald, und schauen jetzt hier auf den Greifswalder Bodden. Der Weg war ja doch etwas beschwerlicher jetzt. Bis Kreiswald rein sind wir sehr rumpelige Straßen gefahren, Radwege, die nicht wirklich mehr als Radwege tauglich waren, oder sogar eben auf der offiziellen Eiszeitenroute durch über Sandwege einfach, wo man auch dann einfach schieben musste. So sind wir heute wirklich nicht viel gefahren, 85 Kilometer ungefähr jetzt bisher, aber es fühlte sich auf jeden Fall viel, viel mehr an. Nun gut, jetzt sind wir hier. Jetzt ist alles egal. Es war anstrengend, aber wir haben es geschafft. Ja, und hoffen wir, dass wir jetzt das Wochenende hier genießen können. Morgen soll es sehr, sehr heiß werden. Da werden wir dementsprechend nicht allzu viel machen. Wir melden uns spätestens dann am Sonntag wieder, wenn wir dann weiterreisen Richtung Hamburg. Yes. Gibt erstmal Eis. Thank you.
Willkommen an Tag C. Wir sind mal wieder in Wieg. Wir haben gestern unseren Pausetag in Greifswald verbracht und ja, heute ist Sonntag und heute geht es weiter in Richtung Stralsund. Und jetzt fahren wir erstmal über die schöne alte Fischerbrücke nach Ladebo und dann nach Wampen an den Strand. Das Wetter ist zwar jetzt nicht mehr ganz so strandig, aber immerhin kommt jetzt mal ein bisschen die Sonne raus. Über Nacht hat es nämlich ganz schön abgekühlt, was aber eigentlich relativ angenehm ist. Vorher war es ja sehr, sehr heiß. Und jetzt sind wir eigentlich froh, dass wir hier der großen Hitzewelle, die durch Deutschland zieht, entgehen und ein bisschen Küstenwind schnuppern dürfen. Heute, wie gesagt, nach Stralsund und dann rüber über den Rügendamm auf die Insel Rügen. Und dort haben wir einen Campingplatz gleich auf der anderen Seite in Altamira. Und da wollen wir hin. Da machen wir uns jetzt auf den Weg. Fahren gerade 30 km/h, das hatten wir, glaube ich, diesen Urlaub noch gar nicht. Außer bergab. Aber es ist auch ungewöhnlich, dass wir jetzt in die Richtung gerade Rückenwind haben. Aber wir beklagen uns nicht. Also das war ein sehr schöner Trail entlang der Küste. Sandig, aber man konnte meistens gut fahren und die Brandung hat uns begleitet. Ja, und es war trotzdem nicht so sandig wie manche Wege in Brandenburg schon. Das hat mich jetzt ein bisschen verwundert. Hier hätte ich jetzt wirklich damit gerechnet, dass wir viel schieben müssen. Aber es waren jetzt nur einige Stellen, wo wir mal absteigen mussten. Ja, war wirklich schön und wahrscheinlich auch um einiges reizvoller als der offizielle Ostseeküstenradweg, der weiter im Landesinneren einer Bundesstraße folgt. Kann man empfehlen. Ist gut zu befahren eigentlich, wenn man nicht gerade mit dem Rennrad unterwegs ist. Wir radeln weiter auf dem herrlichen Naturpfad, der sich nach und nach immer mehr zu einem Trampelpfad entwickelt. Auf einmal tauchen links und rechts neben uns hohe Gräser auf. Doch von den weichen Halmen lassen wir uns nicht beirren. Wir kommen wieder erwarten gut voran und freuen uns, dass wir diese abgeschiedene Küstenroute gewählt haben. Der erste Blick auf Stralsund, die auffällige Halle der traditionsreichen Volkswerft, ist von weitem zu erkennen. Der Stralsunder Schiffbaubetrieb besteht schon seit über 70 Jahren und hat über die Zeit unter verschiedenen Betreibern Schiffe für den Fischereibetrieb und den Personenverkehr sowie Containerschiffe und luxuriöse Kreuzfahrtjachten hervorgebracht. Seit 2022 gehört das Werftgelände zum Eigentum der Stadt Stralsund. Zukünftig sollen hier vertikale Windkraftanlagen und Stahlbauteile gefertigt und von einer norwegischen Firma Schiffe hergestellt und repariert werden. So, wir sind gerade
Straße und eingefahren und wir sind sogar schon auf den Rügendamm. Anne wollte unbedingt noch schnell rüberfahren, obwohl es gerade anfängt zu regnen. Ja, aber es ist ja wirklich nicht allzu weit, nicht vergleichbar mit den Dämmen in Holland. Trotzdem wäre ich jetzt auch gerne trockener rüber gekommen. Aber man sieht ja schon, das Ufer, das alte Fähr sind nur 2 Kilometer. Das werden wir überleben. Wir sind auf unserem Campingplatz in Alte Fähr angekommen, auf Rügen. Wir sind am Ende doch ziemlich nass geworden. Gerade als wir in Stralsund dann waren, hat es sich ja schon zusammengebrodelt. Und dann hat es angefangen, als wir gerade über den Rügendamm gefahren sind. Und dann hat es auch richtig schön runtergeprasselt. Wir haben es aber geschafft und pünktlich auf Rügen angekommen. Wollten wir uns eigentlich nur unterstellen unter einer Brücke. Und da ist aber dann auf einmal eine Frau auf dem Fahrrad hingefallen und da haben wir dann noch erste Hilfe geleistet. Das war noch mal ein bisschen aufregend. Es ist ja aber hoffentlich und zum Glück nichts Schlimmes passiert. Aber es war gut, dass wir in dem Moment da waren. Jetzt sind wir hier auf unserem Campingplatz für diese Nacht auf der Zelterwiese und haben gerade schon festgestellt, dass wir Nachbarn haben, die anscheinend gerne mal laute Musik laufen lassen oder gern laut rumgrölen. Jetzt fängt es schon wieder an zu regnen, aber unser Zelt steht schon mal und das ist ja erstmal das Wichtigste für heute Nacht. Dann hoffen wir trotzdem auf einen ruhigen Abend. Der Strelasund liegt zwischen der Hansestadt Stralsund und der Insel Rügen. Die mit einer Tiefe von über 10 Metern ungewöhnlich tiefe Meerenge ist an der schmalsten Stelle nur 1 Kilometer breit. Seit Jahrtausenden befahren Menschen den Strelasund mit Schiffen, um auf die andere Seite zu gelangen. Eine Überquerung auf dem Landweg ist seit dem Jahr 1936 auf dem Rügendamm möglich, der eine Straße, einen kombinierten Radfußweg und die Eisenbahnstrecke auf die Insel Rügen führt. Die Zeiten der Klappbrücke sind so koordiniert, dass Schifffahrt und Bahnverkehr nebeneinander funktionieren. Im Zuge des wachsenden Tourismus auf der Urlaubsinsel Rügen wurde im Jahr 2007 die moderne dreispurige Rügenbrücke eingeweiht, die lediglich für den Kraftverkehr ausgelegt ist. Umweltschutzverbünde kritisieren heute, dass die mit dem Bau der Brücke vereinbarte Errichtung von Ausgleichsflächen und Naturzonen bisher nur sehr unzureichend erfolgt sei. Die 60.000 Einwohnerstadt Stralsund erlebte ihre Blüte im 14. Jahrhundert, zur Zeit der Hanse. Davon zeugen noch heute zahlreiche historische Gebäude, Bürgerhäuser und prächtige Kirchen. Am Neuen Markt thront die Marienkirche im spätgotischen Stil, die im 17. Jahrhundert lange als das höchste Gebäude der Welt galt. Noch beeindruckender ist der Alte Markt, wo die prunkvolle Schaufassade des Rathauses alle Blicke auf sich zieht. Seit 2002 gehört der historische Stadtkern Stralsunds wegen seiner ursprünglichen Backsteingotik-Architektur gemeinsam mit der Altstadt von Wismar zum UNESCO-Weltkulturerbe. Um die Hansestadt genauer zu erkunden, bleibt uns heute leider keine Zeit. Für die interessanten Bauwerke und Museen, zum Beispiel das Deutsche Meeresmuseum mit dem Ozeanium, kann man sicherlich ein ganzes Wochenende einplanen. Wir wollen aber nicht schon wieder pausieren und machen uns daher auf den Weg in Richtung der Halbinsel Fischland-Darst-Zingst. Der Ostseeküstenradweg zeigt sich in dieser Region von seiner besonders schönen Seite. Hier genießen wir das Radfahren in vollen Zügen. Nie weit von der Küste entfernt schlängelt sich die meist asphaltierte Fahrbahn durch die stetig wechselnde Landschaft der Boddenküste. Dunkle Wolken schieben sich immer wieder vor die Sonne und ziehen über uns hinweg. Es sieht verdächtig nach Regen aus. Wir treten noch etwas motivierter in die Pedalen. Gerne wollen wir es schaffen, den nächsten größeren Ort Barth in einem Schwung zu erreichen.
So, Anne packt gerade unser Frühstück zusammen. Das, was davon übrig geblieben ist, jedenfalls. Hier ist nicht übrig geblieben. Nee, es war ja auch lecker. Wir hatten Hunger. Das auch. Wir sind gerade im Bad am Hafen. Wir sind jetzt von Stralsund aus bis hierher durchgeradelt, ohne Pause. 40 Kilometer ungefähr oder 45 sogar. Ja, hatten bis jetzt sehr viel Glück mit dem Wetter, denn heute sieht es ziemlich schlecht aus. Soll heute Abend auch regnen und gewittern. Bis jetzt sind wir aber trocken geblieben. Wir sind vorhin von zwei Radlern begleitet worden. Ein Pärchen, die aus dem Süden von Deutschland kommen und die auch auf dem Weg nach Bad waren, sind ein Stück zusammengeradelt. Ja, die hatten ein bisschen Wegfindungsschwierigkeiten, weil der Radweg teils doch ziemlich schlecht ausgeschildert ist. Allerdings, ab Stralsund dann schon, war der Ostseeküstenradweg sehr gut ausgebaut, größtenteils asphaltiert. Da war das ein oder andere Stück mal, wo es durch den Wald ging oder so, oder der Weg mal ziemlich schmal war. Dann hatten wir auch ein paar Hügel dabei, aber an sich war der Weg wirklich tadellos, muss man sagen. Also Welten besser als gestern auf jeden Fall. Ja. Und wirklich auch immer nah an der Küste, sodass wir eigentlich erst gar nicht sozusagen gar nicht abwegig wurden sozusagen. Es waren nur so ganz viele ganz kleine Fliegen unterwegs, die manchmal so in Schwärmen ins Gesicht kamen. Und da musst du dann echt aufpassen, die den Mund zuzuhalten. Mhm. Manchmal hat man sie trotzdem eingeatmet, dann saßen alle auf meinen Armen, auf den Haaren irgendwie, hatten sich verfangen. Ja, das nervt mal ein bisschen. Ein paar hast du ja auch noch an der Stirn. Lecker. Jetzt wollten wir eigentlich noch bis nach Dars fahren, zu einer Jugendherberge. Wir haben uns jetzt aber überlegt, mit Blick aufs Wetter und einfach auch auf das gute morgige Wetter, dass wir doch nur bis Zingst fahren werden, dort uns einen Campingplatz nehmen werden und dann nochmal in die Stadt gehen, vielleicht Pizza essen. Ja, und morgen früh dann am Strand mal frühstücken. Eventuell bei Sonnenschein. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Und dann haben wir auch einfach mehr Zeit und können morgen dann die zusätzliche Strecke noch locker zurücklegen. Genau, also jetzt erstmal noch 14 Kilometer bis Zingst, dann ist es eigentlich gerade Mittagszeit und dann können wir uns noch einen schönen Nachmittag machen. Gut. Gut, gut. Ist ja bestimmt giftig. Oh Gott, sie springt dich gleich an. Ja, Mann. Sie spinnt ein Netz auf meinem Helm. Das war nicht die Spinne, das war ein Boot. Gut. Jetzt will sie auf meine Tasche. Nein. Gut gestärkt und voller Vorfreude auf den nahenden Ostseestrand radeln wir die letzten Kilometer auf die Halbinsel Fischland Darß-Zingst. Hier bemerken wir schon auf dem Weg, dass uns deutlich mehr Radfahrende, darunter viele E-Biker, begegnen. Interessant ist, dass die teils schmale Halbinsel erst durch Abtragungs- und Verlandungsprozesse und durch menschliches Eingreifen entstand. In der Vergangenheit befanden sich hier mit Fischland, Darß und Zingst drei eigenständige Inseln. Taufe! Taufe! Jetzt sind wir offiziell in der Ostsee. Haben wir schon die ganze Zeit, aber jetzt richtig. Mainz muss auch noch getauft werden. Cool. Wir sind an der freien Ostsee. Ja. Tiefblaues Wasser und Wind, ganz viele Leute. Und hier suchen wir uns jetzt einen von den Campingplätzen gleich, bauen unser Zelt auf und chillen dann noch den Nachmittag. Geht auf jeden Fall nochmal baden. Willkommen in unserem Zeltreich mit Vorzelt und Decke. Es ist total gemütlich. Dafür hat es sich echt gelohnt, auf diesen Campingplatz zu gehen. War zwar jetzt ein bisschen teurer, aber wir sind ja hier auch in der
beliebten Touristenmetropole. Und deswegen kostet das alles hier ein bisschen mehr. Aber dafür haben wir hier ein sehr schönes Birkenwäldchen ganz für uns. Und hier kann man ganz wunderbar Seile spannen und das Korb verspannen. Das angekündigte Gewitter am Abend war zum Glück an uns vorbeigezogen, sodass unsere überdachte Zeltkonstruktion nur einen kurzen Regenschauer aushalten musste. Mein persönliches Highlight war das Fahrradfahren direkt auf dem Sand am Strand. Dort, wo die Leute lagen auf ihren Handtüchern und geguckt haben, wie die Störche, als wir an denen vorbeigestrampelt sind. Das war schon sehr cool und schön. Und die Möwe am Strand, die war auch cool. Am nächsten Morgen ist von dem Regen schon nichts mehr zu spüren. Bei schönstem Sonnenschein verschlägt es uns für unser heutiges Frühstück an den Strand. Ein herrlicher Platz. Auch wenn sich das Picknicken am Wasser etwas schwieriger gestaltet, wenn der feine Sand überall hinweht. Wir werden belagert. Sie haben alles auf unser Essen abgesehen. Wir kriegen aber nichts. Du bist doch schon wieder 3 Schritte näher. Ja, tu nur so. Wir sehen das ganz genau, Freundchen. Du bleibst ja wenigstens dort stehen. Du guckst da auch noch, aber du siehst auch nicht so aus, als hättest du jetzt. Ja. Als hättest du es unbedingt nötig, jetzt zu essen zu klauen. Ja. Weiter radeln wir durch das Gebiet des Darßer Urwalds. Der ursprüngliche Mischwald lädt auf zahlreichen Wanderwegen zum Erkunden ein und bietet auch am Weststrand eine herrliche Kulisse. Der Darßwald gehört zum Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Der Leuchtturm am Darßer Ort stellt in der Urlaubsregion ein sehr beliebtes Ausflugsziel dar. Die riesige Flut an abgestellten Fahrrädern neben dem Leuchtturm überrascht uns dennoch und erinnert uns an die gut besuchten Fahrradparkplätze der Niederlande. Schnell verlassen wir den Trubel und folgen weiter dem Waldweg bis zum Strand vor Arnshoop. Das Meer lockt uns an und nach kurzer Überlegung entscheiden wir, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, der Ostsee so nah wie möglich zu sein. Und schon bald bäumt sich eine neue Welle auf, mit frischer Kraft aus demselben Ozean. Und dort, wo früher schon einmal einer stand, verlischt sie vergangene Spuren im Sand. Was am Ende bleibt, sind die Wellen und der Wind, die uns vergessen lassen, wer wir sind. Und schon wieder, und schon wieder, und schon wieder. Und schon wieder, und schon wieder, und schon wieder ist es so wie früher. Nichts geht für immer, so wie früher ist es wieder. Nichts geht für immer. Sehr anstrengend. Aber jetzt wirklich, das letzte Stück ging ganz gut. Wir hatten jetzt ein bisschen das Pech, dass alle Überquerungen zum eigentlichen Fahrradweg gesperrt waren. Hier kommen wir jetzt wieder rüber. Ja, und es wird natürlich noch ein ganzes Stück bis langsam weitergehen. Aber ich glaube, wir haben ein bisschen schon genug, oder? War es anstrengend. Wir machen die Fahrräder jetzt wieder fahrradwegtauglich. Ja, wir haben uns noch nicht genug ausgepowert, deswegen wird das noch ein bisschen was für die Muckis gemacht. Ah, die Arme haben eigentlich gerade genug gemacht, vor allem das Stück, als wir geschoben haben. Aber hat sich jetzt die Sache gelohnt? Hat sich jetzt gelohnt? Mal hier die Luft runter zu lassen, auch Zeit zu verlieren. Und naja, jetzt wieder Luft aufpumpen zu müssen.
naja, völlig K.O. zu sein. Das klingt alles erstmal sehr negativ. Überall Sand zu haben. Überall Sand. Nasse Schuhe zu haben. Ja, aber das Schöne war, dass wir direkt am Wasser gefahren sind und direkt auf die Wellen gucken konnten. Auf dem Fahrrad. Also eigentlich hat es sich schon gelohnt, oder? Was sagst du? Ja. Schon. Schon. Sind auch immerhin so um die 2 Kilometer vorwärts gekommen. Immerhin. Immerhin. Nach dieser in jeder Hinsicht atemberaubenden Erfahrung geht es für uns auf dem normalen Radweg weiter. Und nun auch deutlich schneller voran. Unsere Fahrradketten knirschen und ächzen, sodass wir sogar ein wenig von unserem kostbaren Trinkwasser opfern, um den Sand notdürftig herunterzuspülen. Im peitschenden Gegenwind bemerken wir jetzt, dass unsere Strandradelaktion uns Kraft gekostet hat. Gerade zum rechten Zeitpunkt kommen wir an einem Wasserhahn vorbei, können unsere Flaschen wieder auffüllen und unsere erhitzten Köpfe abkühlen. More and more. Sind eben mal wieder von dem Ostseeküstenradweg abgefahren, einen kleinen Abstecher zum Hüttelmoor gemacht. Hier gibt es einen schönen Aussichtspunkt. Es ist ein riesiges Moorgebiet hier direkt an der Küste. Alles sehr salzig und sumpfig. Naturschutzgebiet natürlich. Auf jeden Fall ein herrlicher Blick. Wunderbare Landschaft. Hätte man jetzt hier vielleicht gar nicht so erwartet. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall immer mal den offiziellen Wegen ein bisschen den Rücken zu kehren und mal einen Abstecher zu machen. Wenig später erblicken wir wieder das Meer und rollen auf unsere nächste Fähre mit dem Ziel Warnemünde. Wir können innerhalb kurzer Zeit mehrere gigantische Fähren beobachten, die zwischen Schweden oder Dänemark und Warnemünde unterwegs sind. Neukauf ist einfach furchtbar, furchtbar. Ich habe das schon anhand der Blicke der Leute, die hier rausgekommen sind, erahnen können, dass das nicht besonders viel Spaß macht, dort einzukaufen. Es ist alles durcheinander. Also irgendwie, erst kommt irgendwie das Bier, dann kommt das Katzenfutter und dann kommt der Wein. Also in den Regalen. Und dann kommt irgendwie, also ich weiß auch nicht. Das ist alles komplett durcheinander und sie hatten auch keine Brötchen mehr, also... Also Edeka Neukauf, das machen wir nicht nochmal. Hallo. Lieber wieder ins Albert Heijn. Ausgestattet mit frischem Gemüse, ein paar Leckereien und einer Limonade geht es für uns weiter. Den berühmten Sandstrand im Seebad Warnemünde besuchen wir heute nicht. Stattdessen wollen wir uns für unser Abendessen einen ruhigeren Platz am Wasser suchen. Das stimmungsvolle Abendlicht begleitet uns auf den nächsten Kilometern durch den Küstenwald. So, während wir den Blick aufs Meer genießen, sind wir gerade am Essen machen. Erzähl mal an, was gibt's denn heute? Es gibt heute Vollkornpasta mit Möhren und Paprika und Soße und einfach alles in einen Topf geworfen und gekocht. Und dann muss man nichts abgießen und hat eigentlich auch gar nicht viel Arbeit. Und fertig ist das One-Pot-Gericht. Sieht sehr gut aus. Dazu gibt es noch geriebenen Käse. Sieht auch sehr gut aus. quasi Premium-Abendessen. Im Hotel hätten wir es jetzt auch nicht besser bekommen. Und wahrscheinlich nicht mit Blick auf das Meer. Das schon gar nicht. Gibt bestimmt hier keine Hotels mit Blick auf Meer. Nein. Gar nicht. Oh Gott, das sieht nicht schön aus. Ah. Na dann, bon appetit. Bon appetit. Lass dir schmecken. Du dir auch. Am Strand von Nienhagen genießen wir den Sonnenuntergang und die letzten Lichtstreifen am Horizont. Hier befindet sich sowohl eine steile Abbruchkante
als auch ein breiter, kiesiger Strandabschnitt, der auch zu dieser späten Stunde viele Menschen zum Spazieren und Sammeln einlädt. So, es ist mittlerweile 23 Uhr. Wir haben uns etwas auf diesen Strand festgesessen. Und so richtig Motivation, jetzt noch irgendwo hinzufahren, haben wir keine mehr. Das war natürlich nicht vorher so ausgekaspert. Nein, das war jetzt Zufall. Liegen jetzt hier schon am Strand. Zelt werden wir aber wohl nicht aufbauen. Außer es wird schweinekalt. Aber wir wollen ja versuchen, keine Regeln zu brechen. Deswegen versuchen wir es einfach so auf der Isomatte im Schlafsack. Mal sehen, ob es funktioniert. Ansonsten ist heute der längste Tag des Jahres. Man merkt es auch, es ist immer noch das Abendrot zu sehen, obwohl es wirklich schon um 11 ist. Es ist noch relativ hell. Ja, also besonders lang wird die Nacht sowieso nicht. Naja, mal schauen, wie es wird. So verbringen wir die Nacht der Sommersonnenwende. In der freien Natur und mit dem Klang der tosenden Brandung in den Ohren. Also mein persönliches Highlight, weil ich es vorher noch nie gemacht habe, war, am Strand zu übernachten. Wirklich einfach die Entscheidung zu treffen, dass wir jetzt nicht mehr weiterfahren, einfach dort bleiben, wo wir gerade sind, die Matten auszurollen und am Strand zu übernachten. Ein weiteres Highlight war die Fahrt entlang der Steilküste, die teilweise sehr abenteuerlich, aber auch wirklich atemberaubend war. Guten Morgen vom Strand bei Warnemünde bzw. Nienhagen. Anne schläft noch da hinten. Die kann irgendwie noch schlafen. Wirkt sowieso immer wie ein Stein, egal wo sie liegt. Ich laufe gerade ein Ründchen hier am Strand entlang. Es ist jetzt 4.30 Uhr. Die Sonne geht schon wieder auf. Ja, haben jetzt dann doch die Nacht direkt am Strand verbracht. War ganz schön. Brauchten das Zelt nicht. War jetzt bloß ein bisschen nass. Frühs, alles ein bisschen klamm jetzt, die Schlafsäcke und so weiter. Aber das wird dann auch wieder trocknen. Ja, sehr schön hier. Also dort hinten ist ein Geisterwald, der ist auch sehr nett umzuschauen. Und ansonsten nachts waren hier ein, zwei Leute unterwegs. Einer hat Steine gesammelt mit irgendeiner komischen Lampe und der andere keine Ahnung, was er gemacht hat. Aber ansonsten war alles sehr ruhig. Also ein bisschen kalt ist es, aber man kann es schon mal empfehlen. Am Strand zu übernachten ging jetzt, wie gesagt, auch ohne Zelt ganz gut. Und damit ist es ja soweit auch legal. Ja, heute werden wir uns dann wieder aufs Rad setzen natürlich. Und ich weiß gar nicht mehr, bis wohin wir eigentlich fahren wollten. Auf jeden Fall geht es über Heiligendamm erstmal weiter Richtung Westen und auch über Wismar. Zumindest wird, glaube ich, die Strecke relativ entspannt sein. Gut, dann ja, werden wir dann erstmal frühstücken und wie gesagt, dann geht's weiter. Nach einer nicht wirklich erholsamen, aber wunderschönen Nacht am Nienhagener Strand satteln wir wieder unsere Drahtesel und radeln mit der aufgehenden Sonne im Rücken dem neuen Tag entgegen. Dieser beginnt sogleich spektakulär mit der Durchquerung des liebevoll benannten Gespensterwaldes. Die bizarr anmutenden Bäume verbreiten vor allem in der Dämmerung und bei Nebel eine schaurige Stimmung. Gleich darauf führt uns der Weg direkt an der Steilküste entlang. Ein imposanter Weitblick breitet sich vor uns aus, dem wir leider nicht zur Gänze unsere Aufmerksamkeit schenken können, da hier beim Radfahren besondere Vorsicht geboten ist.
Das Schauspiel der einsamen Natur hat wenig später ein abruptes Ende, als ein Ferienresort dem anderen folgt. Die Orte Bürgerende, Heiligendamm und Kühlungsborn sind jedem Ostseeurlauber bekannt. Dementsprechend erblicken wir gewaltige Hotelanlagen, große Yachthäfen und makellos saubere Straßen. So plötzlich die Touristen-Hotspots aufgetaucht waren, so schnell ist der Trubel auch schon wieder vorbei. Kaum haben wir Kühlungsborn durchquert, finden wir uns auf verlassenen Wegen abseits der Küste wieder. Da es keine wirklichen Alternativen gibt, folgen wir dem offiziellen Weg über und entlang von Landstraßen und Feldern. Ab jetzt sollen auch wieder viele Höhenmeter zu bewältigen sein. Die einsamen Ortschaften vermitteln einen starken Kontrast zu den Ferienmetropolen. Mit Verlusten ist auf jeder Radreise zu rechnen. Ich wollte nur mein Fahrrad gerade hinstellen. Dann hat es einmal gefedert und dann war der Ständer abgebrochen. Ja. Jetzt kann ich ihn nur noch als Handheld benutzen. Das ist die Frage, ob sich das lohnt. Gut. Der bleibt dann jetzt hier, also nicht hier, aber im nächsten Mülleimer. Ja. Gut. So ist es. Wir fahren trotzdem weiter. So, mittlerweile sind wir auf dem etwas sehr unspektakulären Stück des Ostseeküstenradwegs bis Wismar, was unser nächster größerer Halt sein wird, in 23 Kilometern etwa. Gibt heute gar nicht so viel zu sehen und zu zeigen. Was auf jeden Fall lobenswert ist, sind die wirklich fast immer straßenbegleitenden Radwege. Also man muss ja selten auf der Straße fahren und ja, da wird man wenigstens dahingehend ein bisschen erleichtert. Ja, es ist echt gut. Also wir fahren hier viel an Feldern entlang und gucken, also manchmal so von Weitem ein bisschen auf das Meer. Ja, genau. Also es fährt sich ganz nett, ist zwar nicht so richtig Ostsee-Feeling, aber das hatten wir ja gestern. Ja. Und heute unser geplanter Zeltplatz wird auch wieder direkt am Wasser liegen und von daher dürfen wir nicht ganz so sehr. Genau. Und hügelig ist es heute wieder. Heute ist es auch wieder schön hügelig. Deswegen muss ich jetzt auch dieses Video beenden, weil ich in einen kleineren Gang schalten muss. Gleich nämlich nur noch Gas. Ja. Vielen unspektakulären, aber gut zu fahrenden Kilometern erreichen wir die Hansestadt Wismar. Hier wollen wir uns ein wenig Zeit für die Besichtigung des historischen Zentrums nehmen. Wir sind angekommen in der Hansestadt Wismar an der Ostsee und stehen jetzt hier gerade auf dem großen und imposanten Marktplatz der Stadt. Hier das Gebäude oder Denkmal, was hier in der Mitte steht, ist ein Brunnenhaus, das Anfang des 17. Jahrhunderts von einem niederländischen Künstler entworfen wurde. Und von diesem Brunnenhaus, wo eben frisches Wasser hochgepumpt wurde, wurden über hölzerne Leitungen, dann wurde das Wasser an die Stadt verteilt, vor allem interessanterweise an die Brauhäuser der Stadt, sodass die mit frischem Wasser versorgt werden konnten. Jetzt werden wir uns die Stadt noch ein bisschen näher ansehen und vielleicht auch noch ein kleines Stück Kuchen essen, etwas die Sonne genießen, Kräfte tanken für den restlichen Weg dann. Mit Wismar verlassen wir nun die letzte Großstadt Mecklenburg-Vorpommerns und begeben uns in den Endspurt zu unserem heutigen Campingplatz bei Hohenkirchen.
70 Kilometer und immerhin 400 Höhenmetern erreichen wir unser Ziel direkt am Meer. Glück im Glas. Anne fährt hier mit einem Riesenkaracho in den Straßengraben, weil sie gerade so im Augenwinkel den Marmeladenstand gesehen hat. Ja, wir haben keine mehr und es ist wichtig. Es ist wichtig. Und es kam seit Ewigkeiten kein Marmeladenstand. Das ist hier alles aus dem Garten. Ja, das hoffe ich doch. Waldmeister-Gelee von Wunderblüten-Gelee. Erdbeere, Wilderdbeere-Schoko. Sieht nicht schokoladig aus, aber es ist ganz selten. Selten. Wenn du jetzt nicht gerade eben im Rewe eine Schokocreme gekauft hättest. Aber es schmeckt bestimmt eher nach Erdbeere. Wahrscheinlich. Oder halt Rosengelee. Aber es ist ja nicht ganz so meins. Also ich würde sagen, das ist eine gute Größe für uns. Das ist jetzt Erdbeer-Schoko. Wild-Erdbeere-Schoko. Take it. Ich würde es probieren wollen. Break it. No, Kick I won't it. Break it. No. Aber wenn du es so dahin legst, dann kann es schneller gebreakt ist, als du sinken kannst. Wollen wir noch so eins für Armin in die Rosengelee? Hau rein. 2,80 in die Kasse des Vertrauens. Ist eigentlich okay. Wirklich? Ist eigentlich günstig. Also? Ja. Wenn es schmeckt, ist es günstig. Glück im Glas. So steht unser Zelt für heute Nacht. Hier werden fleißig Wäscheleinen aufgehängt. Mit irgendwelchen seltsamen Knoten. Hauptsache es hält. Sehr idyllisch hier hinten im Wald. Zumindest wenn dann der Rasenmäher nicht mehr seine Arbeit verrichtet, wird es idyllisch sein. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist unser 12. Reisetag. Es ist wieder total sonnig. Ich glaube, heute wird es auch richtig warm. Gestern sind wir gut in Hohenkirchen angekommen, beziehungsweise an unserem Campingplatz am Wohlenberger Wieg. Ja, sehr toller Campingplatz, gerade mal 13 Euro für uns beide, mit einem tollen Stellplatz hier im Waldstück. Haben wir auch hier genügend Platz, um unsere Wäsche mal aufzuhängen. Ja, es gibt hier auch alles, was man irgendwie gebrauchen könnte. Die Duschen sind inklusive, es gibt zwei Waschküchen. Konnten uns auch Essen in der Küche machen, also alles top. Gibt hier sogar Fahrradständer, die haben wir zwar nicht genutzt, aber wenn man sein Zelt direkt daneben aufstellt, ist das auch sehr praktisch. Ja, kann man auf jeden Fall sehr empfehlen. Der Campingplatz heißt Ostseequelle, also falls ihr da auch mal hin wollt, liegt auch direkt am Strand, ist bloß eine Landstraße dazwischen. Heute haben wir eine sehr kurze Tour vor uns, nur so um die 45 Kilometer bis nach Travemünde und noch ein Stück weiter. Dort werden wir heute bei einer Privatperson übernachten, was wir über One Night Tent uns rausgesucht hatten. Mal sehen, wie das wird. Ja, und morgen ist dann schon die letzte Etappe angesagt nach Hamburg. Aber bis dahin vergeht dann noch ein bisschen Zeit und wir werden uns nochmal melden. Heute steht die mit Abstand kürzeste Tour an, welche uns genug Erholung für die letzte Etappe verschaffen sollte. Einen dicken Strich durch diese Rechnung sollte uns der verbissene Wille machen, so nah wie möglich an der Küste entlang zu fahren. Wir biegen von der Landstraße ab und folgen einem Feldweg, der anfangs sehr gut zu befahren scheint. Tja, wieder ist es so, dass man, wenn man vom Ostseeküstenradweg abweicht und näher an der Küste entlang fährt, durchaus die schöneren Aussichten hat. Herrlich. Schön. Wir stehen eigentlich hier direkt auf der Steilküste jetzt. Ja. Hoffen wir mal, dass nichts abbricht. Ja, also die letzten Tage hat es ja überhaupt nicht geregnet. Heute ist total ruhiges Wetter. Ja, ein bisschen ungewöhnlich, wenn jetzt was abbrechen würde. Dass uns jetzt aber der anstrengendste und vor allem schmerzhafteste Teil unserer ganzen Tour bevorsteht, ist uns noch nicht bewusst. Doch nicht. Das Gebüsch wird mit jedem Meter immer dichter. Uns schlagen Blätter und Zweige ins Gesicht und Dornbusche zerren an unserer Kleidung und Haut. Oft müssen wir absteigen,
und die Räder über große Äste liefen. Was im Winter bestimmt ein recht gut zu befahrener Weg sein kann, ist mitten im Juni eine Tortur. Kaum verwunderlich, dass wir keinem einzigen Menschen begegnen. Doch für einen Rückzug ist es zu spät. Wir entscheiden uns durchzuschlagen, komme was wolle. So, ein wohlverdientes Snickers nach dieser Tortur durch den Urwald entlang der Steilküste. Bestandsaufnahme an das Arm. Sieht man es wahrscheinlich nicht so gut, aber ganz gut zerkratzt. 43 Schrammen und zwei Dornen, die in meinen Fingern steckten. Einer im Zeigefinger und einer im kleinen Finger. In welchem? In dem hier. Dem. Naja. Bei mir sind es tatsächlich nur ein paar größere Schrammen allerdings, aber nur an dem Bein. Geht soweit, hätte es schlimmer erwartet. War halt sehr dornig der Weg. Ich glaube, das war das Hauptproblem. Also da über die Baumstämme zu klettern, das war zwar auch nervig, aber da verletzt man sich wenigstens nicht dabei. Aber wenn man da sich durchradelt und dann bleibt man überall hängen, das ist nicht so schön. Also nicht so empfehlenswert der Weg, zumindest nicht zu dieser Jahreszeit. Dafür, dass wir heute einen Strandtag einlegen wollten, haben wir uns heute schon ganz schön verausgabt. Und sind noch nicht wirklich vorwärts gekommen, gerade mal 8 Kilometer bis jetzt. Nicht wirklich am Strand gewesen. Okay, aber das wird nachher noch anders. Jetzt fahren wir erstmal zwei andere Wege. Und dann geht's weiter. Oh. Oh, ja. Als hätten wir gerade nichts gelernt, biegen wir ein wenig später wieder vom eigentlichen Weg ab und fahren direkt an die Steilküste. Dieses Mal haben wir aber Glück und landen auf einem wunderbaren Feldweg mit herrlichen Aussichten, ganz ohne Dornbüsche und andere Hindernisse. Jetzt auf der Kamera sieht. Alle ganz hinten, der kleine rennende Punkt dort, das ist Anne, wie sie die Kamera holt. Alles gar nicht so einfach. Anne hat ein paar neue Freunde bekommen. Erzähl mal, was gerade passiert ist. Es ging gerade so ein bisschen bergab auf diesem wunderschönen Küstenradweg und da lag so Stroh und dann bin ich weggerutscht und volle Düse in die Brennnesseln rein. In dieses Brennnesselfeld? Und nur mit den Innenseiten der Oberschenkel, Innenseiten der Arme. Ja. Bisschen schmerzhaft, aber zumindest bin ich weich gefallen. Und 20 Meter danach die Freiheit von diesem Weg und jetzt fahren wir wieder auf Asphalt. Der Weg war ja sehr schön, an der Steilküste entlang, tolle Blicke
auf das Meer haben wir erhaschen können und auf die Abbruchkante. Aber es war schon wieder ein bisschen anstrengend. Ja. Und ich glaube, es reicht für heute mit diesen Wegen. Reicht wirklich. Fahren ab jetzt auch nur noch den Ostseeküstenradweg, denn näher kommt man jetzt nicht mehr an die Küste. Wir werden jetzt bis Travemünde durchfahren und ich glaube, dann hat sich Anna auch ihr Bad im Meer dann noch verdient. Und du auch. Ich auch. Nach diesem kleinen Schock nehmen wir uns vor, von nun an wirklich dem Ostseeküstenradweg treu zu bleiben. Es tut gut, auf Kletterstrecke wieder schneller voranzukommen und den Wind um die Nase zu spüren. Der Radweg läuft hier direkt entlang der Düne und alle paar hundert Meter kommt man direkt an den Strand. Für uns geht es aber noch ein Stück weiter, auf stetig hügeliger Strecke auf und ab. Bei Prival besteigen wir unsere vorerst letzte Fähre, um auf die andere Seite der Trave zu gelangen. Wir sind jetzt auf der Fähre von Prival rüber nach Travemünde, über die Trave. Das ist unsere letzte Fähre auf dieser Reise. Es waren insgesamt nur drei, nicht besonders viele. Na gut, aber es ist jedenfalls schön, nochmal auf dem Boot zu sein. Und jetzt geht's rüber nach Travemünde und dort werden wir uns ein bisschen noch an den Strand legen und entspannen. Und dann ist es nicht mehr so weit bis zu unserer Unterkunft für heute Nacht. Cappuccino und dunkle Schokolade und ein Brötchen. Nein, zwei. Achso. Zwei Dinkelbrötchen mit Käse und Salat. Yes. Und wir sitzen hier gerade in Travemünde auf dem Wall und schauen aufs Meer. Menschen. Besser gesagt, auf viele Menschen und viele Strandkörbe. Naja. Und das ist uns jetzt Schluss. Im Ferienort Travemünde, einem Stadtteil der Hansestadt Lübeck, wollen wir einen entspannten Nachmittag am Wasser verbringen. Nach einigem Suchen finden wir einen geeigneten Platz am Strand, von dem aus wir unsere Fahrräder gut im Blick behalten können. Wir genießen noch einmal das herrliche Wetter und ein erfrischendes Bad in der Ostsee. Denn von nun an werden wir auf unserer Strecke dem Meer den Rücken zukehren. Bevor wir Travemünde verlassen, statten wir noch dem ältesten Leuchtturm Deutschlands einen Besuch ab, welcher im 14. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt wurde. Auf geht's zur letzten Übernachtung. Mal sehen, was das wird. Wir waren jedenfalls gerade noch gut essen in Travemünde. Und teuer. Ja, und jetzt ist es schon 10 Uhr, wird Zeit, dass wir ins Zelt kommen. Morgen stehen 100 Kilometer an und 31 Grad. Das wird nochmal heftig. Ja, aber das schaffen wir schon noch. Na klar. Der heutige Tag verspricht schon in den frühen Morgenstunden wieder sehr heiß zu werden. Schade, dass wir von nun an nicht mehr in der Ostsee baden können. Wir bedanken uns bei unseren Gastgebern und machen uns auf in die Hansestadt Lübeck. Lübeck wurde im Jahr 1143 gegründet und erblühte in der Zeit der Hanse zum wichtigsten Schauplatz der marinen Handelsgesellschaft. Hi, heute ist unser letzter Reisetag. Heute geht es nach Hamburg. Wir sind gerade in der Altstadt von Lübeck vor der St. Jakobikirche. Und da drüben ist das Heilige Geist Hospital. Ist auf jeden Fall sehr markant, finde ich, jedes Mal, wenn man hier in Lübeck ist, die alten Häuser hier mit ihren Backsteinen. Ja, wir hatten heute eine tolle Übernachtung in einem kleinen Örtchen namens Kleinensee. Da hatten wir uns über One-Night-Tent was rausgesucht, weil in der Nähe kein Campingplatz war und waren dabei einen sehr lieben Gastgeber, der uns sehr freundlich empfangen hat und bei dem wir eben auf dem
Hof kampieren konnten, unser Zelt aufschlagen konnten. Später kamen auch zwei weitere dazu. Ja, war auf jeden Fall mal eine coole Erfahrung, kann man auch sehr empfehlen, wenn man da mal was auf dem Weg hat, auch mal diese Option zu nutzen. Genau, wir werden jetzt hier in Lübeck kurz unsere Vorräte nochmal aufstocken für die restliche Strecke, uns ein paar Wahrzeichen anschauen, aber dann auch relativ schnell weiterfahren, denn heute soll es bis 31 Grad werden. Und da sind wir nicht so Fans davon, in der Hitze radeln zu müssen. Genau, und dann hoffen wir, dass alles glatt geht und wir heute Nachmittag gut in Hamburg ankommen werden. Nach einer längeren Erkundungstour ist uns an diesem heißen Tag nicht zumute. Zumal uns der hektische Straßenverkehr ebenfalls ein wenig abschreckt. Kilometerlang an einer Landstraße entlang gefahren sind. Der Radweg hört jetzt auf. Und jetzt fahren wir durch dieses Örtchen hier. Dass man wenigstens mal ein bisschen Ruhe vor dem Verkehr. Aber der Weg sieht eher so optimal aus da vorne. Einfach über die Wiese. Ja, was soll ich sagen? Es ist sehr warm heute. Ja, warm. So, unsere Klamotten haben in die Trafe gehauen. Jetzt ist es uns schon fast wieder zu kalt. Es wird sich auch schnell geben wieder. Die Hände tropft von einer Mütze runter. Ja. Auch hier kurz von der Bundesstraße abgebogen und diesem Wanderweg jetzt gefolgt. Auf jeden Fall etwas schöner. Auch wenn jetzt hier Radfahren eigentlich nicht gestattet ist, aber hier ist wirklich kein Mensch unterwegs. Da dürfen wir das schon mal heute. Wir radeln also weiter in die Natur, entlang der hier sehr schmalen Trave und durch den Kurort Bad Oldesloe. Von hier aus folgen wir für einige Zeit einem Radweg auf einer ehemaligen Bahntrasse. Weiter geht unsere Reise über Flussauenlandschaften, an Böschungen entlang und durch charmante Dörfer hindurch. So, es musste kommen. Am letzten Tag. Keine Radreise ohne Panne. Aber wir dachten echt, wir kommen ohne Panne durch. Platten hinten, seltsam. Also bei den ganzen Wegen, die wir so gefahren sind, ist nichts passiert. Und jetzt? Jetzt hier im Dorf. Jetzt im Dorf auf asphaltierter Straße. Seltsam. Naja, wir schauen mal, was es ist. Beim
Schwalbe Marathon Reifen. Das müsste eigentlich wirklich was Großes gewesen sein. Mit Aerotan-Schlauch drin. So, also wieder erwarten haben wir keinen Aerotan-Schlauch vorgefunden, sondern ein, was ist das hier eigentlich? Ein Cube-Schlauch. Also ich weiß nicht, wo der herkommt, der war vorher nicht in deinem Fahrrad. Anne hatte erst letztens das Fahrrad zur Reparatur gebracht, weil sie hinten eine 8 hatte. Und eigentlich dachten wir, dass wir da drin unseren, also den Aerotan-Schlauch von Schwalbe eingebaut hätten. Und jetzt finden wir dieses Ding hier vor. Das ist jetzt ein bisschen seltsam. Ich glaube, ich muss mit meinem letzten Fahrradreparateur in der Fahrradwerkstatt nochmal ein ernstes Wörtchen reden. Ja. Denn, also wir hatten definitiv in einem Reifen von Annes Fahrrad einen Aerotan-Schlauch, so ein Teil. Das hat ein schwarzes Ventil. Jetzt hatte weder der alte Schlauch ein schwarzes Ventil, noch der Schlauch vorne, was uns jetzt eben auch erst auffällt. Und das heißt, dass, ja, keine Ahnung, sich der Fahrradreparateur den Aerotan-Schlauch, der ja auch wirklich neu war, eingeheimst hat. Also irgendwie haben wir es heute mit den Schläuchen. Es gab gerade einen riesigen Knall. Ja, der hat sich ja an der einen Stelle aufgeblasen, der Aerotan-Schlauch, und wir machen es bumm. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, zum Glück haben wir noch einen zweiten mit, aber sonst müssen wir die anderen flicken. Scheiße. Mal schauen. Das Hinterrad ist wieder angebaut. Jetzt hält die Luft. Und wir machen mal die Probe auf der Krempel. Jetzt fahren wir erstmal ein Stück. Hoffentlich knallt er nicht auch noch durch. Tja. Aber wird schon nicht. Machen wir uns erstmal in die Pause. Ohne es wirklich gemerkt zu haben, sind wir jetzt schon in Hamburg. Sieht zwar jetzt gerade hier nicht so nach Hamburg aus, aber es ist Hamburg. Gehen wir fest davon aus. Wir müssen tatsächlich noch um die 30 Kilometer fahren. Das zeigt mal wieder, wie groß diese Stadt ist. Das ist ja nicht ohne Grund ein eigenes Bundesland. Ja, wir sind gut K.O. Es ist scheiße warm. Für heute Nachmittag ist noch ein Gewitter angesagt. Da wollen wir natürlich schon in der Stadt dann sein. Am besten schon an unserem Zielpunkt. Noch 30 Kilometer bis unserem Ziel und doch sind wir schon im Stadtgebiet der Elbestadt angekommen. Über die Bezirke Hamburg-Nord und Eimsbüttel schlängeln wir uns durch Wohngebiete und Parks. Die Strecke zieht sich wie Kaugummi, ständig müssen wir an Bordsteinkanten anhalten und als das angekündigte Gewitter beginnt, finden wir auf die Schnelle kein Café, in dem wir es aussitzen können. Wir stehen jetzt hier gerade beim Bauhaus unter dem Vordach, weil es jetzt wirklich von der Stimmung her sehr gewittrig wird. Es frischt so auf. Und wir gucken jetzt, wo das nächste Eiscafé ist. Genau. Und wo wir uns dann das Gewitter abwarten können. Ja. Also fahren wir weiter, nun glücklicherweise wieder im Trocknen und suchen, ausgepowert und durstig wie wir sind, nur noch nach einem Eiscafé. Autos, Autos, Autos. Straßen, Straßen, Straßen. Und wir warten. Oh, ja, es ist gut. Wir suchen einen Eiscafé. Wenn es offen hat. Wenn es offen hat. Es ist das größte Eis. Nee, das Beste. Wir hatten gestern mit unseren sehr freundlichen
Gastgeber im One-Night-Tent und seinen Nachbar ein Gespräch darüber, was man so auf einer Wanderung oder Radreise mitnimmt, vor allem was so die Verpflegung betrifft. Und da hat mir aus Scherz gesagt, dass ja so eine Wassermelone immer ein sehr guter Wegbegleiter wäre. Was natürlich Unsinn ist, ja. Eine Wassermelone nimmt zum einen sehr viel Platz weg, ist sehr schwer und ist nicht wirklich nahrreich, sättigt nicht. Jetzt kommt Anni hier gerade aus dem Bioladen und was hat sie am Start? Eine kleine süße Wassermelone, aber sie ist nur ganz klein, sie nimmt nicht so viel Platz weg. Gut, wir haben ja nur 1,5 Kilometer zu fahren, von daher verzeih ich das jetzt mal. Ja, bitte. Wir sind übrigens schon in Hamburg, sind auch gleich am Ziel. Es ist die Hölle hier, aber wir hatten gerade ein schönes Eis gegessen, oder beziehungsweise Anna hatte Milchshake. Das Eiscafé, was wir eigentlich schon seit Norderstedt suchen, das war dann erst ja, hier eigentlich schon fast wieder im Westen von Hamburg zu finden. Das erste Eiscafé, das war dann nur eine Eismanufaktur, was kein Eis gekauft hat. Das nächste Café war dann nur eine Kaffeerösterei, die keinen Kaffee verkauft haben. Ja. Und dann war das Gewitter irgendwie schon so ein bisschen wieder weg. Das Gewitter ist eh bei uns vorbeigezogen und dann konnten wir auch weiterfahren. Und es war eine ewig lange Strecke, immer Wechsel zwischen Parks und absoluter Katastrophen, Autoverkehrsstraße. Jo, aber jetzt haben wir es ja gleich geschafft. Und dann erstmal eine Dusche, vor allem die Schichten, ja, die sich auf den Körper sammeln, die müssen jetzt auch mal runter langsam. Gut abgeschwungen. Ja. Gut, dann los. Zur letzten Etappe. Melone. Endlich gestärkt und mit der leckeren Wassermelone im Gepäck gehen die letzten Fahrminuten um einiges leichter von der Hand. Überglücklich, stolz und müde erreichen wir nach 1100 Kilometern unser Ziel und freuen uns auf das Wiedersehen mit Philipps Familie. Wir danken euch, dass ihr uns auf dieser Tour begleitet habt. Die nächsten Radreisen sind schon in Planung und wenn ihr wieder dabei sein wollt, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare, Vorschläge und Feedback und wünschen euch allzeit gute Fahrt. Ciao! So, da wo der Wohnwagen steht, haben wir unser Ziel erreicht. Woohoo! Yeah! Ich muss mal keinen Kohlenschwenk darum machen. Ah, geschafft! Thank you.